In diesem Video schauen wir uns an, wie weit der DAX fallen könnte. Wir schauen uns aber auch interessante Märkte an. SDAX zum Beispiel momentan richtig spannend. Die Edelmetalle schauen wir uns an. Minenaktien momentan mega spannend. Gucken wir uns an, was hier die Charttechnik sagt. Mein Name ist Mario Steinrücken. Ich war schon jetzt etwas länger nicht mehr hier bei Finanzmarktwelt. Das würde ich gerne ändern, in den nächsten Wochen einfach immer mal wieder mich hier sehen lassen, sofern es denn gewünscht wird. Deswegen schreiben Sie mir gerne einen Kommentar. Und ich möchte auch, dass Sie so ein Stück weit das Programm mitbestimmen können. Deswegen schreiben Sie mir gerne, welche Märkte Sie besonders interessieren. Die würde ich dann einfach immer mal wieder hier mit in die Videos einfließen lassen. Und jetzt kommt natürlich noch die große Frage, naja, warum Charttechnik? Und da verstehe ich, dass Charttechnik immer so ein bisschen belächelt wird, Kaffeesatzleserei, Hokuspokus und so weiter. Wenn man sich einen Chart anguckt, dann ist das ja auch erstmal ein Durcheinander und daher verständlich. Aber am Ende geht es ja um unser Geld und deswegen bin ich der Meinung, sollte man nicht hier die Scheuklappen aufsetzen und zum Beispiel nur auf die fundamentale Analyse blicken, sondern man kann das ja auch wunderbar miteinander verbinden. Und die Charttechnik, müssen wir uns fragen, was ist denn ein Chart überhaupt? Ein Chart ist ja ein Abbild von allen Käufern oder von allen Käufen und Verkäufen. Im Orderbuch treffen sich alle Marktteilnehmer. Dort wird ein Preis ausgehandelt für die Aktie, Index, was auch immer. Und in dem Chart ist Angst enthalten, ist Gier enthalten. Es sind quasi die Fußstapfen der Marktteilnehmer. Und anhand eines Charts können wir sehen, wo sind die Käufer aktiv, wo sind die Verkäufer aktiv. Und das in unserem Trading, in unserem Anlageprozess, in unseren Investmentprozess mit aufnehmen. Daher finde ich persönlich die Charttechnik einfach mega spannend. Ich bin eher kurzfristig orientierter Trader, halte meine Position ein paar Tage, ein paar Wochen und versuche mir hier mal ein Scheibchen aus dem Markt rauszuschneiden. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn Sie meinem Kanal auf YouTube folgen würden. Mein Name ist Mario Steinrücken und jetzt starten wir mit dem Blick auf den DAX. Und am DAX sehen wir hier ganz eindrucksvoll die Magie der Charttechnik. Denn im Bereich 14.800 bis 15.100 Punkte hatten wir im DAX immer wieder Käufer, Käufer, Käufer. Dann kam ein Bruch. Die Verkäufer haben hier klar das Ruder übernommen, der Markt ordentlich eingebrochen. Jetzt müssen wir uns mal fragen, wo ist der nächste mögliche Trade, den man eingehen kann? Hier, das alte Unterstützungsniveau ist zum Widerstand geworden. Habe ich auf meinem Kanal auf YouTube unter meinem Namen auch so mit angesprochen. Short 14.800, Stop-Loss 15.250 Punkte mit dem Ziel, in Richtung 13.600 Punkte zu laufen. Und hier ist ein altes, markantes Unterstützungsniveau. Das hat zuletzt wenig Relevanz gezeigt, was mich ein bisschen gewundert hat. Aber wir haben hier eine Chance, wenn dieses Niveau angelaufen wird, müssen wir mal schauen, so ein bisschen Schatten unten, Umkehrsignale, hätten wir hier zumindest, habe ich hier als erstes Kursziel für meinen Short angesehen. Und sollte da das Niveau nicht halten, besteht auch nochmal die Chance, Gefahr, wie man es sieht, dass wir Richtung 12.200 bis 12.400 Punkte laufen. Wenn wir uns dagegen den SDAX ansehen, der ist etwas stärker. Der SDAX auch deutlich unter Druck geraten. Wenn Sie sich mal den Bereich 12.600 bis 13.100 Punkte anschauen, das war ein ganz altes Unterstützungsniveau, alte Verlaufshochs, haben gehalten und der Markt schwingt wieder nach oben. Und jetzt, wenn wir uns das anschauen, hier, das war dynamisch nach oben. Die Käufer haben ordentlich Gas gegeben und Verkäufer sind momentan eigentlich kaum zu sehen, denn der Markt bewegt sich nur so schleppend hoch, runter. Ein Zeichen der Stärke, ein Zeichen, dass die Käufer immer noch bereit sind, hier auf dem relativ hohen Niveau jetzt wieder einzusteigen. Damit haben wir eine gute Chance, dass wir hier eine weitere Aufwärtsbewegung sehen werden. Schauen wir uns den Nasdaq an. In Deutschland geht ja nichts ohne die USA, zumindest nicht an der Börse. Und Nasdaq zuletzt auch schnell dynamisch nach oben gelaufen, testet jetzt ein untergradiges Unterstützungsniveau an.
Wir haben bei weiteren Umkehrsignalen, wenn wir hier nochmal so ein bisschen Schatten unten sehen, so leicht tiefere Tiefs, dann haben wir eine gute Chance, dass wir auch an der Nasdaq wieder vielleicht sogar in Richtung 16.500 ansteigen. Dort erwarte ich nicht, dass wir neue Hochs erreichen, sondern wieder eine größere Abwärtsbewegung. Schauen wir uns den Euro-US-Dollar an, natürlich auch mega spannend. Der Trend ist klar abwärts gerichtet, aber Achtung, im Bereich, ich sag mal grob, 1,06 bis 1,08, da hatten wir das Corona-Crash-Tief. Da sind also damals schon ganz viele Käufer in den Markt gekommen. Und aus diesem Grund rechne ich auch diesmal wieder damit, dass auch hier Käufer in den Markt kommen, sich der Euro stabilisiert und wir wieder in Richtung 1,11 bis 1,12 nach oben laufen können. Besonders spannend, eines meiner Lieblingsthemen, Edelmetalle. Der Goldpreis zuletzt aus einer mehrmonatigen Seitwärtsbewegung nach oben ausgebrochen. Und jetzt haben wir das alte Widerstandsniveau nochmal angetestet. Schatten unten gesehen, leicht tieferes Tief. Stops wurden wahrscheinlich ausgelöst. Wunderbar. Und die Käufer haben die Hand aufgehalten. Aktuell sieht der Goldpreis hier wieder nach einer Bodenbildung aus und es sieht ganz danach aus, dass wir uns wieder aufmachen können in Richtung 2050, 2090. Ja, wenn wir gucken, dem alten Hoch hier aus dem Jahr 2020. Und besonders spannend auch die Minenaktien. Minenaktien zuletzt hier am 2021er Jahreshoch, erstmal aus der Seitwärtsbewegung ausgebrochen. An das Jahreshoch gelaufen, zurück auf das Ausbruchsniveau, alter Widerstand wird zur Unterstützung und jetzt sehen wir steigende Verlaufstiefs. Gutes Zeichen, gute Chance, dass die Minenaktien BAM weiter nach oben durchziehen. Also hier Minenaktien unbedingt auf die Watchlist. Auf die Watchlist habe ich mir auch mal die Starbucks gepackt. Starbucks an einem markanten Unterstützungsniveau im Bereich 80 Dollar. Zuletzt schon angelaufen, abgeprallt. Und jetzt sind wir erneut an dem Niveau. Und wir sehen schon so ein bisschen, dass der Verkaufsdruck etwas nachlässt. Deswegen erwarte ich auch hier eine Bodenbildung und wieder anziehende Kurse in Richtung 95 US-Dollar. Sollte das letzte Verlaufstief mal brechen, dann unbedingt hier den Bereich um 72 US-Dollar vormerken. Könnte man quasi jetzt schon ein Kauflimit platzieren, Stop-Loss drunter, wenn man nur kurzfristig ausgerichtet ist, um hier auf eine Gegenbewegung zu spekulieren, um hier einen kurzfristigen Gewinn einzufahren. Und das war es erst einmal wieder von meiner Seite. Ich würde mich freuen über Kommentare, über Märkte, die ich beim nächsten Mal mit unter die Lupe nehmen soll. Und ich würde mich natürlich auch besonders freuen, wenn Sie auch meinen Kanal abonnieren. Mein Name ist Mario Steinrücken und jetzt wünsche ich Ihnen ein wunderbares, hoffentlich ein sonniges Wochenende.